Ich habe Leonor kennengelernt, Leonor immer auch kennengelernt, 91, 92. Und dann peu à peu haben wir zusammengearbeitet bis zum ihr Tod 2013. So, also das sind ungefähr, sind viele Jahre, ungefähr so 20 Jahre, mit dem ich mir mit Leonore Mauthema beschäftigt habe. Ich bin keine Kunsthistorikerin, sondern Künstlerin, arbeite auch mit Foto, mit Zeichnung und mache Film. Den Film haben wir angefangen 2005. Das war für die große Ausstellung in Deichtorhallen in Hamburg. Das war ein Retrospektiv und da waren unter anderem diese große Anatomiebilder auch veröffentlicht. Auch so 2016, glaube ich, gab es eine Ausstellung. Genau, es gab eine Ausstellung in Hamburg wieder zum 100. Jahre Jubiläum Leonore Mau. Und dann habe ich nochmal den Film nochmal aufgemacht und noch Foto, die ich gefunden hatte in der Zeit von ihr, die ich ganz toll fand, die habe ich nochmal reingesetzt. Und so ist der Film geworden und dann haben wir ein DVD gemacht. Ich meine, ich kannte sie da, dazwischen sehr lang schon so. Ich wusste schon, welche Frage ich stellen wollte. Ja, und dann haben wir das regelmäßig gemacht. Jeden Sonntag haben wir uns wirklich getroffen, haben wir gedacht, okay, wir nehmen auf. Normal war 90. Und dann haben wir gedacht, das ist die einzige, das ist jetzt die Zeit. Und das fand sie am Ende sehr, sehr gut, weil da konnte sie auch einen Teil ihres Lebens wieder sehen. Oder nachdenken, was es war überhaupt. Also ich glaube, das ist ein gutes Dokument, um Leonore Mau auch erfahren zu können. Sonst sieht man sie kaum. Also sie ist kaum, die war klar, die war in der Presse war sie, aber nicht so oft. Also die war immer hinter die Kamera. Ich glaube, man muss nochmal zurückkommen auf ihre frühe Arbeit eigentlich. Dass Leonore Mau war jemand, der mit einem Mann war, der 20 Jahre älter als sie war. Er war Architekt und war ein sehr großes Architekt in Leipzig. Und sie war erstmal Mutter mit zwei kleinen Kindern. Das war ihre erste, sie hat ihr Studium rausgeworfen. Sie wollte Bühnenbild studieren. Und dann kam sie in Hamburg. Und dann hat sie mit so einem kleinen Laden ein Praktikum gemacht bei einem Fotografen, 2 Jahre lang. Das heißt, sie hat wirklich die technisch kennengelernt und hat dafür die erste Leica gekauft. Und dann hat sie angefangen zu fotografieren, zu porträtieren, erstmal ihre ganze Familie und dann weiter. Und dann ist sie gegangen im Hafen zum Beispiel und hat da die Leute am Hafen fotografiert. Sozialbau, die ganz neue war, wo alles komplett, weil es war alles zerstört, die hatten wieder aufgebaut. Und es gab so einen Sozialbaukomplex und das hat sie zum Beispiel animiert zu fotografieren. Die hatte natürlich die Architektur, das war drin, weil sie durch ihren Mann, der auch im Bauhaus interessiert war oder Architekt war, dann hat sie das mit ihm wirklich fokalisiert. Und so peu à peu ist sie gekommen, von den Zuhause, von den Hausfrau, von den Mutter in den Welt. Und dann sie hatte eine ganz tolle Mutter, die auf die Kinder aufgepasst hat. Und dann ist sie nach Paris gegangen und hat angefangen, da zu fotografieren. Leute draußen in der Straße, besondere Leute, Friedhöfe, Märkte, Ritual, Kinder. Wandmalerei, Graffiti, Architektur, Werbung, Plakatwerbung, Straßenfotografen,
Außenseiter, Juden in Amerika, Schriftsteller, Bettler, Schriftzug, Pflanzen, weil sie hat auch für Harmonia Mundi gearbeitet. Sie hat ganz viele Schallplattencover auch gemacht. Orgel, Kirche, Kolonialarchitektur war sie natürlich sehr interessiert. Gartenarchitektur, Sozialbau, Schaufensterpuppe. Also diese Themen findet man immer wieder in ihre Bilder bis zum Ende. Afrikaner in Paris. Das hat sie gemacht in der 80er, als sie nicht mehr nach Afrika fahren konnte, weil sie schon alt war. Dann ist sie nach Paris gefahren und hat da die Afrikaner wieder gefunden. Beschäftigt sich für das andere, also für das Fremde, aber auch für Subkultur. Aber es war jemand, der sehr rücksichtsvoll war mit dem Menschen, mit dem sie fotografiert hat. Also zum Beispiel ist sie ziemlich lange geblieben im psychiatrischen Dorf, hat sie auch da übernachten, bevor sie fotografiert hat, hat sie erstmal mit dem Leute geredet, mit dem Professor geredet, die hat da gelebt, die hat gesehen, wie die Interview mit Hubert Fichte waren. Und irgendwann mal hat sie fotografiert. Und dadurch, dass sie schon bekannt war, dass man, da hat man die nicht mehr gesehen, sozusagen. Und dann konnte sie die Sprache. Also sie konnte etwas wie 6 Sprachen. Also sie konnte Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Altgriechisch und Lateinisch. Und diese Sprache ist natürlich ihr Reichtum. Dadurch kann sie überall in die Welt kommen und sie spricht die Sprache mit den Menschen, die sie treffen. Und das macht natürlich viel aus. Und sie, und ich finde es sehr interessant, weil es wirklich so Frauen vielleicht Trick, würde ich sagen. Sie geht auf den Markt und kauft sich Stoffe, da wo sie ist. Und sie näht per Hand, weil da ist klar, es gibt keine Nähmaschinen. Sie näht Klamotten. Sie näht sich Tunika und Hose. Und sie geht los mit diesem Tarnanzug, würde ich sagen. Sie kommt aus einer Großbürgerlichkeit-Familie. Sie ist ein Großbourgeois. Sie hat die Regel der Respekt gelernt. Sie weiß, wie man sich benimmt, sozusagen. Und das macht sie mit jeder, in jedem Land, wo sie geht. Und das merkt man in ihrer Arbeit, finde ich, dass sie diese Zurückhaltung einerseits, aber den Respekt vor dem Mensch, dass der Mensch sich genauso zeigt, wie der ist und nicht ein Gefallen tun. Ich glaube, das ist für die beiden, für Fichte und Mao, ein sehr wichtiger Punkt. Bei der Priesterin zum Beispiel in San Luis de Maranhão, wo normalerweise kein Mensch dahin geht, ja, die sind ein Jahr geblieben da in Brasilien. Das heißt, die haben nicht gesagt, okay, wir machen das Foto und wir fahren wieder mit dem nächsten Flugzeug, weil wir jetzt für den Stern was machen oder für den Spiegel, sondern sie bleiben da, sie reden mit den Menschen und dann macht sie das Foto. Wir haben die Hefte von diesem französischen Vokabular, die er beigebracht hat an den Frauen, damit sie fähig waren, eine Nachricht an den König von Abomey in Afrika geben zu können. Es gibt so eine Großzügigkeit bei den beiden. Also es gibt so Gerechtigkeit, die ganz wichtig sind. Die Arbeit in San Luis de Maranhão bei der Priesterin, das war, die hatten da einen Anthropologen getroffen, Sergio Ferretti, der ganz lange schon mit dem Priesterin in Kontakt war. Und Ferretti und Fichte waren sehr befreundet. Dadurch hat sich eine Tür geöffnet zu den Priesterinnen. Und ich habe ein Interview mit Ferretti gemacht, weil es interessiert mich immer noch weiter auf diese dokumentarische Ebene. Ferretti meinte, dass Leonor wirklich Fichte da gepusht hat, dahin zu gehen und diese Französischunterricht zu machen. Öfter in der Literatur oder in der Presse sagt man, dass Fichte sehr mächtig war und Leonor dahinter kam. Es war schon ein Symbiosenpaar, die mit Schrift und mit Bilder sich auseinandergesetzt haben. Aber es war nicht unbedingt Ergänzung. Es ist wirklich beide. Nun, die Sprache ist stärker, weil in Deutschland
Aber in Afrika oder in Brasilien war das Bild stärker. Fichte war eine sehr extravertierte Person. Also, und sie nicht. Und so entsteht es auch in den Medien, dass sie immer zurückhalten ist und er immer nach vorne ist. Ich meine, sie hat wahnsinnig viel gemacht, dass ihr, dass seine letzte Manuskript, dann seine letzte Buchexplosion, die hat den komplett getippt, damit es veröffentlicht wird. Und sie haben zusammen die Bilder ausgesucht, zum Beispiel, die sie gemacht hatten. Also das war auch, nachdem sie die Bilder gemacht hat und abgezogen, dann hat sie mit ihm die Bilder aussortiert. Es gab ein Bild, zum Beispiel in Haiti, in einem so besonderen Ritual, in so einem Wasserfall, wo sie das Bild unbedingt haben wollte und er sagte, es wäre Kitsch. Aber am Ende behält sie das Bild. Am Ende macht sie schon, was sie will, aber sie lässt sich schon, und das hat sie immer gemacht, finde ich, auch mit mir, dass sie immer die andere hören lassen, wie sie das wahrnehmen konnte, das Bild. Er sagt immer, ja, Fichte ist sehr stark und Leonore Mor ist immer dahinter, aber das ist jetzt unsere, also es ist jetzt unsere Projekt sozusagen, das anders zu fokalisieren. Also man muss sich vorstellen, dass sie ist mit dieser Architekt 20 Jahre lang, 20 Jahre älter, der 20 Jahre älter als sie ist. Und dieser Mann hat einen Salon, ein literarisches Salon und leitet diese junge Fichte an, der noch nicht bekannt ist, bei sich zu Hause. Und da verliebt sie sich in der Junge, der 20 Jahre jünger als sie ist und der auch homosexuell ist. Und verlässt ihren Mann für diesen Mensch, der noch keinen Preis gewonnen hat und noch kein Buch gemacht hat. Man, das ist schon, also das ist schon eine sehr mutige Entscheidung. Also er wollte auf sie eine Fotografin, was der Mann, was ihre Mann nie geschafft hat, weil er war total mit seiner Arbeit beschäftigt. Sie wusste, mit dem Typ kann sie Foto machen. Mit dem Typ kann sie ähnlich fotografieren und er wird ihre Arbeit auch schätzen. Wir haben getrennt gearbeitet. Also klar, es gab ein paar Interviews, wo Leonor da war, wo man wusste, das ist die einzige Möglichkeit, wo man diese Mensch, zum Beispiel bei Porträts von Schriftsteller oder Politiker, man weiß, man hat nicht nur so viel Zeit und man nimmt gleichzeitig das Foto und das Interview. Aber Leonor ist öfter in die Favelas gegangen, ohne Fichte. Und Fichte ist auch alleine zum Interview gekommen und haben da dort in der Favela auch die Leute getroffen oder in der Stadt oder sowas. Es gab eine Parallelenarbeit und dann gab eine Zusammensetzung, eine Auseinandersetzung mit dieser Schrift und mit diesen Bildern. Also man kann nicht sagen, dass ein folgt der andere. Leonore Mauer hat zuerst die Architektur alleine gemacht, ohne Fichte. Und sie ist alleine gereist nach Paris oder nach Schweden oder nach Finnland, um diese Foto zu machen für die Magazin, für die Architekturmagazin. Das Medium ist nicht die Ethnologie, sondern das Medium ist die Fotografie und die Literatur. Das ist ein ganz anderer Einsatz. Sie hat das als Fotografin, die Bilder gemacht, so, ich würde sagen, so ernst wie möglich. Also ich habe nochmal mit FC Gundlach darüber gesprochen, weil er war sehr befreundet mit den beiden. Und er war selbst auch in viele Länder in Afrika. Sie haben sich auch dort getroffen. FC Gundlach meinte, dass sie wirklich der Mensch gegenüber Hochachtung gehabt hat, egal welche Gesellschaft Rang diese Person kam. Und dass damals in Hamburg oder überhaupt in Deutschland alles zertrümmert war und dass man Lust hatte, was ganz anders zu zeigen. Aber die beiden wollten die Wurzel, also die Afrikaner, alle Sklaven, die nach Brasilien gekommen seien, wollte wieder das verbinden. Und deswegen sind die nach San Luis de Maranhão, haben diese Priesterinnen nochmal interviewen und fotografieren, sind zurück nach Afrika,
haben an den König von Abomey, der, ich glaube, 106 Jahre alt war damals, diese Lieder singen lassen, damit eine Verbindung wieder erstellt. Also diese Verbindung war für die ganz wichtig zu machen. Ob das eine ethnologische Haltung ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich nicht, da müsste man einen Ethnologen fragen. In jeder Ausstellung, die bis jetzt gekommen ist, war immer die Bücher dabei. Also war immer das, nee, nicht die Bücher, sondern es war immer dabei der Schrift. Also man kann die natürlich trennen, was auch passiert ist. Also Shango gibt es auch als Buch ohne Bilder. Aber das ist diese, also diese Zusammenarbeit ist sehr besonders. Es wäre schade, die Schrift wegzunehmen und nur die Bilder zu zeigen. Und das ist auch interessant übrigens, ne? Dass die Bilder nicht mit dem Text verbunden sind, sondern es gibt ein Portfolio, könnte man sagen, von Bildern und dazwischen sind Interviews. Also es ist nicht unbedingt das, was das Bild sagt, ist nicht, was das Interview, also was die Texte geben, sondern es ist fast wie ein Film eigentlich. Und es ist nicht ein Text über die Foto von Leonor Mao, sondern es ist ein Text über das, was gerade fotografiert ist. Man weiß nicht, ob das Bild zuerst gemacht wurde und dann den Text, das kann man sowieso nicht sagen, aber man kann schon sagen, dass sie sehr parallel laufen. So wie zwei Tonspuren, die parallel laufen. Oder zwei, ja, zwei Stränge von Bildern, die parallel laufen und die sich irgendwann mal zusammenbinden und irgendwann mal gehen die auseinander. Und klar, das war auch eine Art, die Sache zu veröffentlichen, Bücher zu machen. Das sind auch Bilderband. Auch interessant, also das, der Name. Und damit sind die auch wieder gefahren. Also sie haben nicht das Buch irgendwie in der Regal getan, sondern sind sie wieder nach Haiti gefahren oder nach Trinidad oder nach Brasilien und haben diese Bilder gezeigt an den Menschen. Das finde ich auch ganz interessant. Zum Beispiel hatte die Priesterin eine Kette. Genau, diese Kette war wichtig. Die hatte diese Kette an Fichte gegeben und er sollte diese Kette zeigen zu der König von Abomey, sozusagen als Schlüssel. Also er hat sie dadurch wieder erkannt. Als Hubert Fichte gestorben ist, dann ist Leonore Mao nach Saint-Louis de Marignan gefahren, geflogen und hat diese Kette wieder zurückgegeben. Also es ist so, die Menschen ernst nehmen, finde ich. Es gab einen Professor, einen Orthopsisten und Professor, einen französischen Professor, das war in Bahia de Todos, und es gab einen Busunfall, einen Verkehrsunfall, und das war Verkehrsopfer. Und er hat Leonore Mao gefragt, ob sie Lust hätte, das aufzunehmen. Und das hat sie gemacht. Es war nicht so wichtig, scharfe Bilder zu machen. Man muss überlegen, ich meine, das ist die Leicas und das ist ein 400er Film. Das ist ein Fuji. Man sieht schon, dass es ein Fuji ist, weil er so diese Blaustich hat. Und das ist sehr dunkel. Es gibt gar, also sie hat natürlich nie mit Blitz gearbeitet für Ritual und so weiter. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass die Bilder nicht so extrem scharf sind. Dadurch entsteht dann so eine so fast wie so ein Filter, die uns das fast malerisch auch darstellt, diese Körper, diese geöffnete Körper, diese gesägte Köpfe, die man sonst nicht vielleicht ertragen konnte zu sehen. Was man erstmal sagen könnte zu dieser Mappe, das ist kein Auftrag, klar, sondern es ist wirklich etwas, was es sich ergeben hat. Wenn man unterwegs ist mit einer Kamera, sehr lange unterwegs, dann passiert so Sache zu sich, die einfach zu dir, zu sich kommt und sagt, okay, jetzt habe ich die Kamera, jetzt haben Sie die Kamera, jetzt können Sie fotografieren. Also ich glaube, dass die Problematik entsteht jetzt, also die entsteht heute. Heute ist ein Problem der Recht. Damals war kein Problem von Recht. Hat man natürlich nicht gefragt. Vielleicht hatte diese Person noch nicht mal einen Ausweis. Sie hat schon gefragt, ob man das darf. Aber es gab kein Recht, zu unterschreiben. Das hat man nicht gemacht. Und überhaupt, ich meine, diese armen Menschen, die wussten natürlich nicht von Recht oder kein Recht.
Es sind so richtige schwere Bilder und die muss man nicht ausnutzen, die muss man nicht missbrauchen, weil das wollten die nicht und deswegen haben sie diese Vermerkung gemacht und das finde ich auch richtig, weil so ein Bild damals konnte kein Skandal, sondern ein Scoop sein oder ja, das, was man vielleicht für den Sternmagazin gerne gezeigt hätte, aber das wollten sie. Das zeigt auch, wie die beiden auch der Mensch gegenüber den Respekt bekommen hat. Immer wieder. Es ist keine Haltung von jemand, der was wegnehmen möchte. Von beiden. Sondern es ist etwas von geben. Man gibt die Bilder zurück an den Menschen, die man fotografiert hat, wenn man zurückkam. San Luis de Maranhão zum Beispiel. Das ist eine wichtige Haltung, die man heutzutage wieder haben müsste. Gundlach war der erste Labor in Norddeutschland, der Farbfoto entwickelt hat. Das heißt, die Leonore ist immer dahin gegangen und hat diese Farbfilme abgegeben. Und die haben über Foto diskutiert, weil Gundlach selbst Fotografen war. Er hat eine Sammlung, aber der hat noch selbst fotografiert. Ja, und dann haben sie sich angefangen, über die Bilder zu unterhalten. Und so ist auch zum Beispiel die erste Ausstellung von Leonore entstanden. Und dann hat Gundlach diese Mappe hat gesagt, wir machen jetzt eine limitierte Auflage von diesen Bildern. Und er hat selbst das Papier natürlich ausgewählt, weil er sich damals auch damit beschäftigen hatte. Es gab keine Veröffentlichkeit für diese Mappe. Es gab die Mappe als solche. Die war nicht für eine Ausstellung geplant. Die kam immer wieder zur Ausstellung. Also 2005 wurde sie ausgestellt in so einem gesonderten Raum mit einer Vermerkung für sensible Publikum. Und es gab wieder die in 2013. Dieses Buch ist entstanden für die Ausstellung. Das ist auch von dem Fischer Verlag. Die Nachlass ist auch von den Fischer Stiftung gekauft. Das heißt, es ist eigentlich das gleiche Haus. Insofern ist die Veröffentlichung nicht so weit weg von den Zuhause sozusagen, ja. Und dann, was Schüller gemacht hat, habe ich schon mal gesehen. Die Bilder sind klein. Es ist klein dargestellt. Wenn man sie jetzt groß sehen würde, dann wird es ganz anders sein. Zum Beispiel dieses Bild, ja. Man sieht kaum, dass da ein Kopf, ein Menschen zerschnitten wird. Man sieht das nicht, sondern man sieht erstmal die drei Personen, die da drin sind. Es sind sehr dezente Veröffentlichungen. Man hier das Foto von den Anatomie, von den großen Anatomie, ja. Daneben, das ist auch es ist ein Erdbeben, ich weiß es nicht genau, was das ist, aber daneben sieht man auch diese Mensch, der diese Sarg und diese Blumen verkauft, die findet man auch wieder hier, auf dem Sarg hier. Also da ist die Verbindung zwischen die drei Bilder. Sie war sehr frei. Also das heißt, sie hatte nicht einen besonderen Wunsch, sondern sie hat sich alles anhören lassen, was man machen kann. Genauso wie sie auch mit mir Bilder ausgewählt hat. Und dann hat sie ihre eigene Position gemacht. Und ich glaube, dass dieser Verfahrensprozess war mehr ein Wunsch von Gundlach als von Leonore Mau. Wichtig für sie war, dass die Bilder, dass es eine Mappe war mit Schwarz-Weiß und mit Farbe, weil sie immer mit zwei Kamera unterwegs war. Ja, die gleiche Leica, die R3, aber mit diesen zwei Filmen. Also einmal der 400er, auch 400, weil sie auch fotografiert in bestimmte Orte, wo es kein Licht gibt. Ich habe das in der letzten Interview von ihr gelesen, gestern, dass sie zuerst gar nicht in Farbe fotografiert wollte. Das fand sie nicht gut. Ich wollte nur in Schwarz-Weiß fotografieren, weil sie auch für den schönen Wohnen oder für andere auch alles in Schwarz-Weiß fotografiert hat. Und später kam den Agfa-Film, der aber noch ein bisschen bleich war, ein bisschen Pastell eigentlich. Er war noch nicht so scharf wie das Kodak später oder das Fuji.
Und dann ist sie peu à peu in der Fotografie, in der Farbfilm gekommen. Das ist auch klar. Ich meine, die ganze End-Up-Ritual mit dem Blut zum Beispiel, es wäre auch nur schade, wenn, wenn das nur auf Schwarz-Weiß sein würde. Sie entscheidet sich nicht nur für, okay, das ist viel besser auf Schwarz-Weiß, sondern sie zeigt manchmal gleiche Motiv, einmal auf Schwarz-Weiß, einmal auf Bild, kommt drauf an, in welchem Kontext sie das zeigt. Und die Leica sind, würde man sagen, jetzt schwer zu Vergleich von Digitalkamera. Damals waren sie leicht. Und die hatte zwei. Und das Hasselblatt. Und das Hasselblatt ist wahnsinnig schwer. Es ist wirklich schwerer. Und damit sind sie in die Welt gegangen, so mit diesen drei Kameras. Weil das Motiv, das quadratische Motiv, auch ein besonderes Motiv war. Aber wiederum, das Leica war wahnsinnig leise. Also diese Leica, diese R3 ist eine sehr leise Kamera, die ermöglicht, in bestimmte Ritual zu fotografieren, ohne dass man das hört. Also da sieht man auch, wie die Diskretion immer noch ein wichtiger Faktor ist. Dieses Bild und der Junge am Königshof von Abomey in Benin. Was steht aber leider in der Psychobuch unter Dakar ist, ja. Aber ich habe noch mal geguckt und auch noch mit der Archivarin gesprochen, weil wir beiden so lange auf dieses Bild, wir haben so lange auf dieses Bild recherchieren. Und dieses Bild ist in Dakar, aber wenn man guckt auf die Inhalt, dann steht, es steht verschiedene Sektionen und da ist Dakar, Senegal drin, aber es steht, dass diese Junge mit der Blitzermask ist Benin. Also Psycho war Fichte nicht mehr dabei, ja, als sie Fichte, als sie Psycho gemacht hat. Es ist mit Ronald Kay entstanden, der Herausgeber. Und da steht, genau, er steht zuerst in der Psychiatrie von Fann Dakar in Senegal. Und dann steht ein kleiner Afrikaner, Königshof von Abomey, in der Volksrepublik Benin. Aber wir sind 110% sicher, weil wir haben jetzt ziemlich lange daran gearbeitet, das Bild von Benin ist. Das war auch ein psychiatrisches Dorf. Und dieses Bild ist genial, weil es zeigt auch, dass dieser Junge mit der Blitzmaske, das zeigt auch die Methoden, die europäische Methoden, die Kranken zu behandeln. Dass diese Psychiatriedörfer waren beide. Es gab Pille als auch Krautermedizin. Das war ein Experiment. Wie ich vorher erwähnt habe, dass Leonor sehr interessiert war in Kinder, da kam dieser Junge richtig gut. Da ist man ein Schwarz-Weiß. Und da hat man genau das, was ich vorher gesagt habe. Na, dieser Schwarz-Weiß-Film und diese, das ist der gleiche, es ist ein gleicher Moment aufgenommen, diese Bilder. Und beide Schwarz-Weiß und Farbe haben ihre Recht zu existieren. Man kann nicht sagen, eine ist besser als die andere. Also in Psycho, das ist auf Farbe, in diesem Bilderbuch, es ist auf Farbe, aber in Ausstellung, in einer Ausstellung, das war auf Schwarz-Weiß gezeigt. Genau, und das ist 75 aufgenommen. Und ich meine, das ist ein genial, es ist ein geniales Bild, weil es zeigt auch, wie man, wie die Kinder mit nichts was machen können. Na, das, diese Einfälle von den Kindern, diese kreative Einfälle. Aber das zeigt auch diese Pharmazeutik schon. Knallhart eigentlich. Besser kann man nicht zeigen. Die hat schon mit 65 ein Teil an dieser Prize hat sie schon eine Ausstellung gemacht. Das war damals mit dem Schriftsteller Peter Röhmkopf, hat sie ausgestellt und der letzte war 86. Also sie hat regelmäßig da ihre Arbeit geschickt und sie wurde dann für diese junge
den WordPress Award hat sie bekommen. Also ob das ein Einfluss ist danach auf ihre Bilder, weiß ich nicht, weil sie eigentlich schon bekannt war. Sie hat schon sehr viel mit Sternen und mit schön wohnen und also ob das eine, was ganz wichtig auch zu sagen, dass Mao, auch Fichte, nie mit einem Auftrag nach Afrika und auch nach Brasilien oder gegangen sind. Sie wollte frei sein. Es ist eine ganz andere Art und Weise zu fotografieren und auch Interview zu führen. Okay, früher hat sie natürlich für schön wohnen gearbeitet. Das war Aufträge. Damit hat sie Geld verdient. Damit konnten sie sich die Kamera leisten. Damit konnte sie aber auch außerhalb von diesem Auftrag, der vielleicht 3 Tage lang war, konnte sie für sich fotografieren und konnte sie in die Straße gehen. Fichte war ein sehr aktiver Mensch. Er war aktiv, um Geld zu akquirieren. Und ich glaube, dass er da sehr gepusht hat, dass sie das macht. Das war die Zeit 65, das ist die Anfangszeit mit Fichte. Dann kennen Sie diese ganze Schriftstellerwelt, ja. Und dieses Bild ist entstanden in der Villa Massimo, auch so ein berühmter Ort. Und dann klar, sagt man, okay, schick das dahin, mal sehen, was ich. Ich meine, die hat doch Presseausweis gehabt. Die hat einen Presseausweis. Die war Journalistin angemeldet, damit es auch vielleicht auch eine Möglichkeit gibt, falls was schief geht, in der Ambassade, da wo sie waren, Hilfe zu bekommen, oder? Wollte ich nochmal sagen, dass es eine Frau war, die keine Angst hatte. Ich habe sie gefragt, hast du mal Angst gehabt? Nee, ich habe letztes Mal mit Ulrike Oettinger habe ich mich unterhalten, weil sie auch sehr nah wie Leonor gearbeitet haben und sie haben sich, die kannten sich, die waren befreundet, ja. Und beide sind ganz schüchterne Menschen, aber durch die Kamera konnten sie ihre Schüchternheit überwinden. Total super. Ein ganz anderer Blick als ein Männerblick, finde ich. Aber ich finde es toll, dass diese Frauen jetzt kommen raus. Das finde ich so genial. Also ich meine, ich habe lange mit Leonor gearbeitet und mein Wunsch war wirklich, dann sie auf die Bühne zu bringen, weil klar, Fichte war viel stärker und Fichte hat zwei verschiedene Gruppen. Er hat die Schwulgruppe, und er hat die literarische Gruppe. Also der hat zwei verschiedene, die wirklich hinter ihm steht. Und das ist für eine Frau wie Leonor, die schüchtern ist und die nicht unbedingt im Vordergrund ist, für ihre Ruhm nicht gut. Also, ja. Und ich meine, dieser Katalog von Schiller, selbst den Katalog von Schiller, ich weiß nicht, ob Sie gelesen haben, den Katalog ist Hubert Fichte. Das ganze Schrift geht über Hubert Fichte. Es gibt keinen Lebenslauf über Leonor. Man kann sich echt ärgern. Es ist immer so. Weil die Leute nicht da sich die Zeit gegeben hat, weil natürlich, klar, als Schrift hat man alles da. Man kann da sehr viel sprechen. Und wenn der Mann Germanistik war, das ist genau das Thema, was er braucht, Fichte. Deswegen ist dieses Buch von Peter Braun so wichtig, weil er zeigt, dass Fichte so an Leonor gehängt hat. Also so, dass sie so wichtig für ihn war.